vereint am Sarg der Queen. Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für Elizabeth II. Sind ihre 8 Enkel am Samstagabend an ihrem Sarg zu einer Totenwache zusammengekommen. Daran nehmen auch die beiden zerstrittenen Brüder, Thronfolger William und Prinz Harry, teil. Wie sein älterer Bruder trägt dabei auch Harry Gala-Uniform. Die Erlaubnis dafür hatte ihm sein Vater König Charles III. Erteilt. Neben den beiden Söhnen des Königs beteiligen sich auch die Töchter von Prinz Andrew, Beatrice und Eugenie, die Kinder von Prinzessin Anne, Peter und Sarah, sowie die Kinder von Prinz Edward, Louise und James an der kurzen Zeremonie. Mit dem Rücken zum Sarg, den Kopf gesenkt und sichtlich bewegt, halten sie eine etwa 15-minütige Andacht, während weiter Trauernde durch Westminster Hall ziehen. Viele zeigen sich danach bewegt von William und Harrys gemeinsamen Auftritt. Das hat das noch gewaltiger gemacht, finde ich, denn sie waren da und natürlich machen sie gerade viel mehr durch als man selbst, aber man fühlt sich eins mit ihnen, denn sie sind aus dem gleichen Grund da. Das hat es noch unvergesslicher gemacht, wenn das überhaupt möglich ist. Ich hätte nicht erwartet, dass sie jetzt kommen würden. Als es dann dieses Klopfen gab, das bedeutete, dass sie mit ihren Cousins und Cousinen gekommen waren, war das sehr bewegend. Es gab dem Augenblick eine besondere Intensität. Elizabeth II. War am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Montag wird sie in einem Staatsbegräbnis beigesetzt.